Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir haben uns heute ganz spontan, wirklich ganz spontan, als wir einkaufen waren beim Lidl überlegt, hey, wir haben schon lange keinen Food Haul mehr gedreht. Genau. Und wir wissen ja, ihr mögt das und ich war heute selbst total gehypt, weil wir kaufen ja normalerweise bei meinem Hofer ein. Ja, das war eigentlich schon voll langweilig. Man weiß manchmal gar nicht mehr, was man dort kaufen soll. Auf jeden Fall haben wir heute mal spontan beim Lidl eingekauft und wie viel haben wir ausgegeben? 223 Euro, ist eine Menge Geld. Aber wir haben wirklich ganz tolle Sachen gekauft. Aber also auch viele Naschereien. Da haben wir auf jeden Fall gut eingekauft mit Sachen, die es ja sonst beim Hofer nicht gibt und wir gerne mal wieder essen wollten. Und auch testen, also Dinge, die genau, wir bis jetzt noch nie probiert haben. Aber diesmal, yes. Yeah, ich würde mal sagen, legen wir gleich los, labern wir nicht zu viel und wir zeigen euch mal unseren Einkauf beim Lidl. Wir fangen mit Tiefkühlprodukten, dass wir halt schnell wegräumen können, weil sonst sind Suppe. Wir haben zwei Pakete vegane Schnitzel gekauft. Eine ist mit knusprige Cornflakes-Panade und eine ist ganz normal, also Klassik. Voll cool, dass so vegane Schnitzel gibt es beim Hofer. Ich bin gespannt, wie viele drinnen sind. Noch ich glaube, zwei Stück. Nein, beim Hofer gibt es sowas nicht. Also Lidl hat auf alle Fälle für die Leute, die vegan sich ernähren, sehr große Auswahl. Ja, auf jeden Fall. In der Tiefkühlabteilung haben wir eine eigene vegane Abteilung. Genau. Also es sind 300 Gramm, wer weiß, vielleicht sind da so vier Stück. Ich schätze mal so von... könnte schon sein, ja. Das hast du für uns genommen, oder? Und das für die Kinder. Genau. Kann das sein? Ja, aber der Papa hat auch vegane Nuggets gekauft. Also ich finde, vegane Nuggets merkt man überhaupt nicht den Unterschied. Genauso wie fast kein Unterschied, ja. Und das ist nicht auf Sojabasis, sondern auf Weizen. Kann man natürlich nicht sehen. Auf Basis von Reismehl und Weizeneiweiß. Genau. Dann haben wir auch was nicht Veganes gekauft. Wir hatten heute richtig Lust auf Kebab. Ja, nee. Das ist jetzt ein Widerspruch in sich, gell? Wir haben jetzt nämlich Gyros Pfannenfleisch gefunden. Wir wollten eigentlich selbst eigentlich den wir wollten selbst das Kebab Fleisch machen. Wir haben schon Hühnerbrust gekauft, ne? Wollten wir eigentlich selber machen, aber als wir das entdeckt haben, haben wir gesagt, Mensch, das kaufen wir. Mensch, das kaufen wir. Weil da wir mal chilliger ist, okay. Und ja, Gyros und Kebab, ich weiß, sind zwei verschiedene Sachen, aber im Endeffekt ist es ähnlich. Deswegen haben wir das jetzt als Fleisch mitgenommen. Das ist Schweinefleisch. Und da freuen wir uns. Das ist unser heutiges Mittagessen. Das kann man gleich draußen lassen. Das lassen wir gleich draußen, genau. Die Idee hat eigentlich in der Backstation gestartet, weil ich habe diese leckeren Fladenbrote gesehen und die sind noch warm gewesen. Jetzt sind sie nicht mehr warm. Ist aber trotzdem sehr, sehr frisch. Ja, sehr, sehr frisch. Und Mama. Da haben wir auf jeden Fall 5 davon gekauft. Also wir machen Döner zum Mittagessen. Wir haben dann auch viel Gemüse gekauft, also so Salat, Gurke, Tomaten, Kraut. Ja. Joghurt habe ich gekauft, dass ich so eine Joghurtsoße noch reinmache. Und ja, wie gesagt, das ist unser Mittagessen. Dann schnell das Eis, weil das müssen wir wegräumen. Wir haben für die Kinder, speziell für die Lara, weil die mag das total gerne. Die mag so gerne Calippo-Eis und wir haben dieses Fake, also das Eigenmarke von Lidl. Einmal in Coca-Cola-Geschmack. Und einmal in Himbeere-Geschmack. Strawberry. Strawberry. Dann haben wir, also beziehungsweise ich habe das, ich und Patrick essen gerne Mochi-Eis, deswegen habe ich auch dieses Mochi-Eis mitgenommen. Das ist so etwas so ein Reisteig mit Vanille-Eis, das kennt man vielleicht vom Chinesen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker und erfrischend. Wir haben auch so Kaisersemmeln gekauft, beziehungsweise Kaiserbrötchen, aber ja, wir wissen ja, in Österreich sagen wir Semmeln, in Deutschland sagen wir Brötchen. Das sind so 10 Stück drinnen. Für den Tiefkühler voll praktisch, finde ich, wenn man mal am Sonntag mal kein Brot mehr hat oder am Montag kein Brot für die Jause. Man sitzt am Sonntag spät auf und kann die Brötchen machen. Was haben wir noch für den Tiefkühler? Ah ja, genau, Pizza. Pizza. Ich habe so Pizza mitgenommen. Ja, man kennt doch, wenn man mal faul ist, etwas zu kochen, dann ist man froh, wenn man so eine Tiefkühlpizza im Ofen, in Tiefkühler hat. Deswegen habe ich so ein 3er-Paket Salami-Pizzen mitgenommen. Steinofen. Dann 3er-Pizza Margherita, auch von Steinofen. 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 Achso, ja. Entschuldigung, das ist die Marke. Trattoria Alfredo. Das ist auf jeden Fall die Eigenmarke von Lidl. Dann habe ich auch noch so kleine Piccolinis mitgenommen, auch Salami. El Verdura ist eine Pizza mit Gemüse. Also eine vegane Pizza. Auch vegan. Die hat nicht mal Käse drauf. Aber ich glaube, ich habe es einmal das probiert und das war wirklich köstlich, das muss ich euch sagen. Also das war ja gar nicht so teuer und schaut gesund aus. Man hat schnell eine vegane Pizza gemacht. Man lässt einfach den Käse weg. Aber ich glaube, da ist so veganer Käse drauf. Ja, was mich so angesprochen hat, waren die Pilze auf alle Fälle. Die grüne Farbe, also bei mir grün, macht Hunger. Mein Papa, grüne Farbe, richtiger Hungerauslöser bei ihm. Und dann, als ich das gesehen habe, dann mit Pizza, mit Champignons und Tomaten, mir fließt das Wasser schon im Mund. Der Papa ist Habe ich gesagt, das muss ich
mitgenommen. Wir haben auch Händelbrustfilet mitgenommen. Wir wollten uns eigentlich aus diesem Fleisch unser Kebab machen, also Döner. Aber wir haben dann das gefunden, wie gesagt, deswegen haben wir das schon fürs fertig. Einfach nur viel aufwärmen, in das Brot reingehen. Genau, und wir kaufen eigentlich jede Woche Händelfleisch, weil wir entweder geschnetzeltes machen oder der Papa macht Schnitzel oder was machen wir noch da draus? Weiß ich gar nicht. Irgendwie geschnetzeltes und, genau das. Und Schnitzel eigentlich. Ja. Dann haben wir 3 Tassen Schweinefleisch. Das mache ich sehr gerne im Backofen mit Kartoffeln und Rosmarin. Na, Thymian, Entschuldigung. Auf jeden Fall schmeckt das mega lecker. Der Papa macht das immer so im Backofen und dann ist es so crunchy, aber saftig. So. Ja. Es zerschmilzt im Mund. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Das ist, war ja seine Lieblings. Mit das hat er mir immer eingeloggt. Das ist auf jeden Fall, das müssen wir jetzt einkühlen, oder? Ja. So, weiter geht's. Wir haben aus der Kühlabteilung diese coole, was ich nehme, also eine Wechselmittel zu zeigen, so eine Hafercreme gefunden von dieser Vemondo Marke. Das ist die Marke vom Lidl, glaube ich, gell? Weil die haben die, ja, das ganze Fleisch. Also alles, was vegan ist, glaube ich, heißt, also alles nicht, aber ein sehr großer Teil davon heißt Vemondo. Genau, auf jeden Fall haben wir diese Hafercreme mitgenommen. Das ist so ein Sahneersatz. Der Papa, der verträgt ja keine Sahne, der hasst das. Wenn ich irgendwas mit Sahne mache, kriegt die Krise. Nicht, weil es ihm nicht schmeckt, sondern weil er das einfach nicht gut verträgt. Deswegen koche ich immer mit Sahneersatz und ich kaufe die eigentlich immer beim Billa Plus von der Marke Joja, oder? Ich glaube, Joja haben wir. Die muss man nicht kühlen. Ja. Auf jeden Fall denke ich mir, dass sie echt gut ist. Kochsahne. Das ist so, Soßen und Suppen. Ja, auf jeden Fall. Ich mag gerne Hafersahne. Wenn, also ich mag kein Soja, ich mag keine Kokosahne. Hafer ist eigentlich sehr angenehm im Geschmack. Dann haben wir auch von der veganen Abteilung diese Pulled Chunks mitgenommen. Die sind aus Erbsen und das schmeckt gut. Das ist von der Marke Vigini. Auf jeden Fall, das schmeckt wirklich so lecker. Da hat Papa sich mal welche gekauft, da haben wir die im Salat gegessen, haben wir einen Salat gemacht und das Fleisch, also dieses Fleischersatz, angebraten und drüber gegeben. Mega lecker. Das schmeckt wirklich wie Fleisch, also 1:1, also kannst kaum unterscheiden. Ja, wirklich super lecker. Wir machen das ab und zu, wollen wir kein Fleisch essen und dann ist das einfach so ein leckerer Ersatz und schmeckt sehr gut. Proteinreich. Und ja, wenn wir mal nicht so viel Fleisch essen wollen. Aus der Joghurtabteilung habe ich was richtig Leckeres mitgenommen. Also ein bisschen Joghurt für die Kinder. Also den kaufen wir immer gerne. Den kennt ihr ja schon, habe ich schon öfter gesagt. Der ist wie Müller Milchreis mit diesen Schokoballs. Und der hat auch so Schokoballs, also ein Vanillejoghurt mit Schokobällchen. Und da habe ich davon 4 mitgenommen. Und das hat mich auch sehr optisch angesprochen. Patrick isst ja total gerne Oreo, deswegen habe ich da, ist das für ein Joghurt? Das ist Naturjoghurt, ja. Steht das? Natur? Nein. Aber ich glaube, es hat so vom Bild her aus. Ja, aber wir haben Joghurtcreme mit Neo. Neo ist ja die Eigenmarke Oreo vom Lidl. Da habe ich auf jeden Fall 4 mitgenommen, genauso wie auch von denen. Dann habe ich das hier mitgenommen. Das kann ich nicht, das ist ganz neu, glaube ich, oder? Habe ich bisher noch nie gesehen. Ich kenne ihn noch. Das ist auf jeden Fall auch Joghurt mit Schokolinsen, so also mit Smarties für die Kinder, die essen so total gerne. Dann habe ich auch noch so einen Vanillejoghurt mit so Cookies drinnen, da steht New York Style. Ja, und dann noch diese letzte Sorte. Moment. Knusperjoghurt-Waffel Crunchies. Ja, ich glaube, das sind so in Schokolade getunkte Waffeln. Und auch das ist normaler Joghurt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Kinder lieben halt Joghurt, deswegen habe ich da ein bisschen eingekauft, oder? Ja, dass jeder ein bisschen was kriegt. Dass jeder wenigstens 2 essen kann. Bei uns ist es so, bei so vielen Familienmitgliedern. Weiter geht's, meine Lieben. Wir haben ein bisschen der Papa Mozzarella gekauft für. Ja, mit Tomaten und Olivenöl. Basilikum. Schmeckt sehr lecker, ja. Aber schmeckt auf alle Fälle sehr gut, vor allem wenn man nicht weiß, was man essen soll, vor allem in der Früh. Ja, oder am Abend soll ich Snack in der Früh. Wer isst denn sowas in der Früh? Ja, der Papa und der Patrick haben so komische, die essen Mägen. Mittag. Ja, die essen wirklich zum in der Früh Mittagessenssachen, oft. Ja, Suppe zum Beispiel. Ja, der Patrick steht auf, wenn er will. Oder ein Kartoffelgulasch. Wenn er Kartoffelgulasch vom Vorabend oder vom Vormittag noch findet, der ist frühstückt er. Genau, oder Grillfleisch, wenn es ein Tag davor, was übrig geblieben ist, eingekühlt. Ja. Das ist voll schlimm. Also ich könnte das nicht. Ich brauche ein Brot mit irgendwas drauf. Ende. Oder Wurst oder Marmelade oder so. Ich kann sowas nicht. Nein, ich brauche schon was Salziges. Fleisch. Ja, Fleisch. Dann. Das hat mich schon eingeübt. Ich habe mir einen Käse gekauft. Der hat mich sofort angesprochen. Wer mich kennt, wer die Foodholz von mir kennt, weiß, ich liebe Käse. Wenn er super viele Löcher hat, dann denke ich mir, dass der mega lecker schmecken muss.
und der ist so aufgeschnitten, also auf Schnittkäse esse ich am liebsten. Ich verrate euch ein richtig cooles Rezept von mir, das schmeckt euch vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und zwar Schwarzbrot, eine Scheibe, dann macht ihr so einen Käse drüber, aber auf jeden Fall Emmentaler, weil der ein bisschen würziger ist. Dann macht ihr noch Pfeffer drüber, und vielleicht Chiliflocken und dann kommt das für ein paar Sekunden in die Mikrowelle, aber den schon, ich kenne das, er weiß das. Und das, wenn der Käse dann geschmolzen ist und das Brot warm ist, mega lecker. Das könnte ich so, das könnte ich essen, das ist so mein Essen. Emmentaler ist ein Ding, entweder man schmeckt oder schmeckt es nicht. Also ich mag ja den Gouda, das ist mild und ja, aber Emmentaler ist würzig. Dieses Brot, das ich so esse mit Käse. Ich würde es auch nicht so essen, irgendwie ist... Ich liebe das, ich sterbe für das, das ist so lecker. Mama hat auch Schwangerschaft. Nein, ich glaube, jeder hat so seine Eigenheiten. Es gibt Leute, die essen Pommes mit McSundae-Ice-Cream. Ja, soll eigentlich mega geil schmecken. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ja. Salami gekauft. Also wir haben einfach so ungarische Salami gekauft. Und voilà. Salami. Also, wir haben auf jeden Fall die Salami gekauft, weil ich habe was richtig Cooles hier irgendwo auf Instagram gesehen, und zwar eine sehr leckere, nicht so kalorienreiche Pizza. Da macht man Salami in die Pfanne, bisschen Käse drüber und dann, ich glaube, da kann man auch Tomatensauce reingeben und darüber macht man dann einen Wrap und dann dreht man die erst um und das soll dann mega lecker schmecken und es hat auf jeden Fall nicht so viele Kalorien, weil es halt kein Teig ist, nur so ein Wrap. Probieren wir auf jeden Fall aus, deswegen habe ich ja das mitgenommen und zwei von diesen Wraps. Von der Marke Graf Schäfter. Die machen ja normalerweise nur Brot. Das sagt mir irgendwas. Der hat normalerweise immer Aufbackbrot mit Billa Plus. Ah ja, stimmt. Und dazu habe ich auch Käse gekauft. Wo ist der? Da. Ich konnte mich... Du hast auch einen genommen? Ich hab... Ja, wenn ich gewusst habe, dass du einen gekauft hast. Aber ich habe zwei genommen. Zwei was? Zwei Käse. Ja, wusste ich. Jetzt haben wir drei geriebene Käse. Oh, aber wieso ist das grün, gelb? Keine Ahnung, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe gedacht, Ich habe gesagt, haben wir alle drei Farben da. Ist alle voll mit Bohnen, oder? Welchen Sinn hat das? Okay, das ist zumindest Gouda. Das ist junger Gouda. Das ist Gouda gerieben wahrscheinlich. Ja, junger Gouda ist gut. Ja, normaler Gouda ist auch gut. Da hat sehr wenig Histamin, für die Leute, die das wissen wollen. Okay. Und Mozzarella drauf. Hat auch keine Hinsamme. Ich plane auf jeden Fall auch diese Lasagne. Ich möchte eine Gemüselasagne machen. Ich habe ein Chorizo mitgenommen. Ich habe das erste Mal Chorizo im Urlaub in Spanien gegessen und seitdem verliebt. Aber man kann das nicht immer essen. Das ist so eine extreme... Aber es schmeckt auch nicht überall gleich. Stimmt, das hat aber auch recht. Also ich finde, Chorizo muss dünn aufgeschnitten sein. Genau. Oder? Was mir bei Chorizo zum Beispiel nicht gefällt, ist der Geruch. Also wenn du es aufmachst... Ja, stimmt. Das riecht ein bisschen nach... Popo. Ja, aber vom Geschmack her schmeckt nicht nach Popo. Nein, das ist dieser Stickstoff, den die da reinballern, damit es lange frisch bleibt und diese schöne Farbe beibehält. Papa ist hungrig, oder? Ich würde alles essen, aber egal, jetzt nicht. Dann haben wir noch Schinkenfuß gekauft für die Jause, aber auch für natürlich für Frühstück auch. Und dann hat der Papa mehrere Varianten von Schinken mitgenommen, sehe ich gerade. Weinschinken, Toastschinken. Genau, das ist okay. Extrawurst haben wir leider keine gefunden, weil war ausverkauft. Es gab nur pikante. Langweilig die. Nein, aber. Der pikante ist auch so vom Geschmack her. Na, gar nicht gut. Ja, wir haben es auch schon öfter probiert, aber es ist mit, ich finde, da geht irgendwie die Extrawurst unter. Dann habe ich auch für den Patrick so, wobei ich habe ja nicht genug Pudding gekauft oder Joghurt, dann habe ich auch noch mal so einen Grießpudding mitgenommen. Aber das schmeckt gut, also das ist ja auch sehr gern. Ja. Die legendäre Milchschnitte darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und ich kaufe gerne beim Lidl, weil das ist schon ein Zehnerpack. Genau, und wir sind da so viele, wenn es einer nimmt, dann ist die Backentoilette. Stimmt, wenn jeder eine Milchschnitte nimmt. Dann bleiben noch drei übrig. Dann haben wir auch Spätzle mitgenommen. Fertige Spätzle. Und zwar schwäbische Spätzle. Ohne Kükentöten. What? Wie ohne Kükentöten? Ohne Kükentöten. Ein Herz für Küken. Steht hier. Steht drauf. Ja. Das ist nicht von mir. Auf jeden Fall haben wir drei. Das ist ein schwieriges Wort. Der eine kann nicht sprechen, der andere schläft dabei ein. Oh. Nice. In jedem Fall haben wir drei Packungen gekauft. Ja, so 1,5 Kilo sozusagen für wir. Also so, ich wollte so eine Käsespätzle-Pfanne machen. Ah, dann passt eh, dass wir drei haben. Dann kann ich eins für Käsespätzle verwenden. Eins für meine Pizzen. Pizza mit das? Nein. Also Käse. Ach so, ja. Deswegen passt das schon. Bisschen Obst und Gemüse haben wir auch gekauft. Also ich habe die Luisa, die war mit bei meinem Koch und die hat sich mein Traum ausgesucht für den Kindergarten, hat sie gesagt. Deswegen habe ich da so eine Schale mitgenommen. Aber sie, glaube ich, kernlos, weil
wenn da Kerne drin wären, würden sie es nicht gerne essen. Dann haben wir 6 Stück Äpfel von Evelina. Das ist einfach unsere Lieblingsmarke. Die gibt es überall bei uns, egal ob Lidl, Hofer, Billa Plus, genau. Penny. Und das ist ja wirklich eine gute Apfelmarke. Was mir bei dem gefällt, ist die Verpackung. Im Papier, da kannst du immer wieder recyceln. Wunderbar. Und wer die Idee gehabt hat, ist ein Genie. Und die schmecken aber auch gut. Also jetzt nicht nur, dass ja. Verpackung, sondern die Äpfel sind auch wirklich lecker. Die Kinder essen das total gerne. Also der Papa schneidet das dann zur Jause, weil der Papa macht jetzt aktuell die Jausen. Wir wechseln uns da immer auch mal. Eher ein halbes Jahr, dann wieder ich. Wenn man die Schnauze voll hat, kannst du bitte auch mal machen. Genau, auf jeden Fall macht der Papa und er schneidet immer gerne Äpfel dazu. Der Apfel kommt nie mit zurück nach Hause. Dann haben wir auch kleine Bananen mitgenommen. Luisa wollte Banane, aber ehrlich gesagt haben wir die letzten Bananen nicht gegessen. Sie sind braun geworden. Ich sage dann immer kurz, bevor sie so richtig anbraunen, sage ich immer, na, ich mache noch Bananenbrot raus. Oder? Irgendwie. Kommt man nicht dazu, oder? Schade. Man das vergisst. Tut mir auch leid, aber manchmal. Ist es halt vom Zeit her nicht, aber jetzt werden wir diese Bananen auf jeden Fall essen. Dann haben wir noch Zitronen gekauft. Ich verwende die Zitronen. Es gab keine andere. Ich wollte eigentlich eh kleine Zitronen, außer die sind so riesig wie Handgranate. Wie groß die. Mini-Melone. Ja, die verwende ich für Suppen zum Sauermachen oder für Couscous-Salat. Also der Papa verwendet gerne Zitrone als Essigersatz. Also das kann man ja, man kennt es ja von Dressings, man kann Essigöl machen oder Öl mit Zitrone ist noch so ein bisschen säuerlicher und das, er mag halt das Saure genau sehr gerne. Deswegen würzt er seinen Salat immer mit Zitrone. Zitrone. Und seine Suppen. Vielleicht kennt man das nicht in Deutschland, Österreich, aber in Rumänien kennt man das. Ich glaube, auf der Balkanseite isst man die Suppe ja auch sehr gerne so sauer ein bisschen. Ja, ich glaube, im Asiatischen ist es ja auch bekannt, oder? Misos, oder sind die sauer? Das sind mehr so. Es ist säuerlich, aber das ist ein anderes Säuerlich. Ja. Dann haben wir eine Paprika gekauft, das ist eine Bio-Paprika, der kostet 1,50 €. Das schaut aus wie so ein Zwergen. Gut, oder wenn es das so hält. Dann haben wir Cocktailtomaten gekauft. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen brauchen für unser Kebab. Das sind nur kleine, also nur diese kleinen und diese kleinen. Und das habe ich auch noch gekauft. Aber das ist für die Jause, oder? Das ist für die Jause, für Michelle. Sie ist gerne so Mini-Tomaten, so Cherry-Tomaten. Das sind Datteltomaten. Ja, Dattel-Cherry-Tomaten. Das sind also kleine. Die haben so eine ovale Form, deswegen heißen die Dattel und die runden sind eher die Cherry, genau. Und die schmecken sehr, sehr gut. Also die großen sind sehr so wässrig, aber die schmecken richtig nach Tomaten. Ja. Wie damals. Ich habe auch dann noch so ein Nett Avocados mitgenommen. Also wir essen, also ich esse total gerne Avocado zum Frühstück mit Spiegelei oder so. Oder in Salat auch. Wow. Genau, auf Salat oder in einer Bowl oder Aufstrich. Deswegen habe ich da so ein Netz. Avocados mitgenommen. Dann hat mir ein Bund Radieschen gekauft, also ich liebe Radieschen, das ist bei mir ein Highlight im Frühling. Ich habe selbst bei mir im Garten welche angebaut, aber leider ist nichts geworden. Die sind urklein, gell? Ja, und sie ist so holzig. Ja, ich werde es einfach nur dort lassen als düngen. Aber solange beim Hof oder irgendwo anders gibt, so wie zum Beispiel beim Lidl, kaufe ich mir. Danke. Dann hat er aber auch Salatgürkchen mitgenommen, also so kleine. Das ist da für die Jause zum Beispiel. Gurkenschurken. Genau. Auf jeden Fall, ja, für die Kinder, also das sind, diese kleinen Gurken schmecken richtig lecker und süß. Lecker. Dann habe ich mir gekauft, also bei mir muss immer Suppe zu Hause sein. Ich kann ohne Suppe nicht leben. Deswegen ein Suppengrün. Ich werde die Woche, ich weiß nicht, entweder eine Gemüsesuppe kochen oder Hühnersuppe. Ja. Ja, wenn die Michelle das hört, die kriegt die Krise, weil die Michelle versteht das nicht. Warum isst man, wenn es heiß draußen eine Suppe? Sie sagt, Suppe ist etwas, was man nur im Winter isst. Ja, und im Winter sagt sie, ich habe keine Lust auf Suppe. Also es ist immer so ein, hin und her. Du bist der einzige Suppenmaus. Ja, aber ich liebe Suppe. Ich kann ohne Suppe nicht leben. Ich brauche Flüssigkeit. Suppe ist gesund. Ich bin Wassermann. Ja, haben Wasser. Dann haben wir ein Kraut mitgenommen, weil wir haben im Urlaub mit Alba Adriatica, da gab es so einen Türken, der hat echt guten Kebab gemacht und der hat dazu immer Kraut reingeschnitten, also das war wirklich sehr lecker. Dann haben wir einen Eisbergsalat aus Österreich in Folie verpackt, ja das ist so. Und auch für, also nicht für Kebab, sondern für normale Salat. Also wenn wir den Salat mit dem veganen Hühnerfleisch machen, das kommt natürlich dazu. Yes. Und ich finde, Eisbergsalat geht immer, wenn man zum Beispiel Bolognese kocht oder was auch immer. Diese Knackigkeit. Sehr, sehr lecker. Erfrischend dazu. Ja. Ja, vom Backshop habe ich euch schon gezeigt, die Fladenbrote, die wir gekauft haben. Dann habe ich für die Kinder so eine Laugenkäse-Bäcker mitgenommen. Für das Frühstück, für die Mäuse, habe ich dann auch so Salami-Brezeln mitgenommen. Salami. Das ist Pizza. Tomaten, ne? Pizza, riech mal.
Riecht mega lecker, gell? Mm. Und die waren halt noch warm und frisch und so. Ich finde, wenn Brot bei mir warm und frisch ist, da habe ich die Tendenz. Aber das schaut schon sehr, sehr lecker aus, muss man schon sagen. Una ciabatta. Genau, ein Ciabatta haben wir noch mitgenommen. Und hier noch. Dieses Brot schmeckt wirklich ganz, ganz, ganz gut, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland sowas gibt, aber bei uns. Ja, oder? Ich glaube schon. Ciabatta ist immer dahin. Unterschiedlich. Ja, schon, aber nicht alle Lidl-Geschäfte haben das gleiche Brot. Stimmt, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, das Ciabatta ist wirklich sehr lecker. Und auch dieses Sonnenblumenbrot ist auch sehr lecker. Das schaut auch sehr lecker aus. Ja, das ist so ein Mischbrot. Also es ist nicht ganz, ganz dunkel, sondern es ist so ein Mischbrot, gell? Ah, dann haben wir auch Getränke gekauft, also was Süßes. Und zwar Unudak. Da haben wir schon ein paar getrunken auf dem Weg. Also ich und Rau. Und ja, Unudak schmeckt sehr, sehr lecker. Also ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie so Traubenzucker-Süßgetränk. Zitronengeschmack? Nein, oder? Nein, ich weiß so Traubenzucker. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja, auf jeden Fall ist da Zitrone drin. Das gibt es ja bei uns in Österreich nur beim Lidl oder beim Penny gibt es das auch. Beim Benny gibt es auch. Oder beim Türken, wenn man sich einen Kebab kauft. Für unser Kebab-Ding habe ich jetzt auch noch so einen Joghurt mitgenommen, weil ich wollte... Kebab-Ding. Ich weiß es, wir sagen so, das ist Gyrosfleisch, das ist ein Mischmasch. Ja, für unsere Brötchen. Genau. Dass wir niemanden beleidigen, haben wir uns natürlich auch ein bisschen Joghurt als Dressing. Genau, also ich mag das total gerne. Papa mag es eigentlich nicht so gerne, in Kebab-Soße drin haben. Ich mag schon, aber ich kaufe, ich will, also wenn ich beim Kebab-Stand bin, hole ich immer ohne Soße, weil ich weiß nicht, wie lange die Soße drinnen liegt und ob das verdünnt ist. Man kennt den. Ne? Naja, weil der Papa ist so sehr, sehr, so wie mich, er ist sehr empfindlich am Magen und wenn das nicht so ist, so perfekt frisch, dann hat er ein bisschen Probleme, aber ich und der Patrick und so, wir haben da nie was. Ja, deswegen, genau. Aber das weiß ich schon, dass das ist und deswegen. Willst du dir auch gönnen? Esse ich mit. Okay, ich werde das auf jeden Fall würzen mit Knoblauchpulver und Pfeffer und Chiliflocken und dann geht's drüber. Das ist so, so lecker. Fürs Brot haben wir dann auch was gekauft und zwar einmal hier diesen veganen. Ist das vegan, oder? Ja. Das ist so ein, sowas wie Lipdauer, halt vegan. Streichgenuss mit roter Paprika. Bin gespannt, wie das schmeckt. Auf Kokosnussöl. Also yes. Basis von Kokosnuss, spannend. Philadelphia haben wir auch mitgenommen für die Brote der Kinder. Manchmal machen wir Butter rein, manchmal machen wir also so unterschiedlich, genau. Man kann auch nicht zu Hause jeden Tag Suppe essen. Ich schon. Ja, du. Ich habe mir auch diese Marmelade mitgenommen. Ich liebe diese Marmelade. Ich habe die mal einmal ausprobiert, diese Bio-Konfitüre. Also Marille ist so mein Favorite. Ich liebe Marillenmarmelade und also auch das die Rose. Ja. Und das ist Erdbeere. Aber die Erdbeere, die esse ich nicht mit normaler Butter, sondern mit Erdnussbutter. Und das schmeckt so, so geil. Erdnussbutter, das ist auch sein. Das kann auch nicht jeder. Ja, das ist salzig und süß mit Marmelade. Und das kenne ich auch nur aus den amerikanischen Serien. Und der Papa findet das absolut ekelhaft. Das passt vom Geschmack her nicht zusammen. Aber das ist sehr gesund. Ich habe das damals, wie ich abgenommen habe, so viel mich gesund ernährt habe, das ist viel gesünder als diese Butter, weil Erdnüsse hat Proteine und macht satt und so und deswegen... Was mir bei das gefällt, sind die Gläser, die sind so... Ja, die Gläser sind wirklich sehr schön und die Marmelade ist sehr, sehr lecker und sehr hochwertig. I love it. Und dann haben wir noch was fürs Brot, was natürlich jetzt nicht so palmölfreundlich ist, aber Nutella, ja, lieben unsere Kinder. Ich habe so ein Thermomix-Rezept gefunden mit dem echt guten Teig und der Papa macht die so dünn. Also wenn ihr ein paar Chicken wollt, kommt es vorbei, 3,50 Euro mit echten Nutella. Ja. Auf jeden Fall, wenn der Papa die macht und das ist so yummy. Für die Kinder zu Hause. Genau. Einmal so wie es. Ein scharfes, das ist eher für dich. Und die Michelle auch. Sie will die scharfe und für die andere zwei kleine Mäuse im Klassikformat. Genau, das heißt nicht scharf. Fürs Frühstück habe ich auch sowas gekauft und zwar so Croissants zum, in der Dose, kennt man ja, man knackt das auf und dann gibt es da so Croissants da drinnen. Ich liebe das. Also ich frühstücke gerne so ein bisschen süß mit Marmelade oder mit Nutella. Und für unseren Kebab haben wir auch diesen Käse mitgenommen, Käse in Salzlake, mega lecker. Also das kannte ich nicht, ich habe das beim Papa mal probiert, der nimmt sich immer mit so Käse und das schmeckt so lecker. Also unsere Kinder essen es so gerne mit Tomate zum Frühstück oder zum Abendsnack. Ja. Radieschen, Pommes. Und oder? Oh, ich kann nicht mehr. Wann ist das zu Ende? Ich habe Hunger. Bisher habe ich noch. Ich habe auch so Eiskaffee mitgenommen. Die trinken das ab und zu mal gerne. Vor allem der Patrick, der trinkt ja gar keinen Kaffee, aber so einen richtig verdünnten, ist ein bisschen Kaffee mit Milchgeschmack, trinkt das ab und zu mal. Schon gut abgekühlt. So yummy. Man kann sich den aber auch selber machen im Thermomix. Geht eigentlich auch mit Kaffee und so mit Milch. Aber ja, das haben wir. Manchmal gut. Haben wir die Zeit nicht und kaufen. Für die Teenie. Genau. So, weiter geht's mit Süßkram. Ich habe da was richtig Cooles beim Ding gesehen. Und zwar, man kennt die ja noch normalerweise vom... Hip. Nein, Nutella. Nutella. Ich glaube Nutella, oder? Be Ready heißen die. Und das hat mich voll interessiert, wie das schmeckt, weil das ist auf jeden Fall mit so... schmeckt wie... Schaut so aus. Kinder Country, genau. Und es schmeckt so. Wie Kinder Country. Es schmeckt so gut. Das ist einfach ein Keks.
ein Keks mit Kinderkranzwürfeln. Das sind so wenige drinnen, deswegen habe ich es damit genommen. Bitte, wer braucht so eine große Verpackung? Und du sprich mal an, wie viele Ersatz. Hallo? Das ist nur das da drin. Das, gell? Dann? Für die Michelle und Patrick, weil die mögen das total gerne. Solche Cookies habe ich da mitgenommen. Ja, zwischendurch mal, wenn die was naschen wollen, so nach dem Essen. Und für die Lunchbox. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen verpönt, was Süßes mit einzupacken, aber die Kinder essen gerne so nach dem Brot eine kleine Süßigkeit. Gerne, das ist, gerne, das ist ja okay, so oder? Und da habe ich halt diese kleinen Kekse mitgekauft. Das ist Kekse und auf der anderen Seite ist ein bisschen Schokolade. Und da auch so Mini-Cookies. Das sind da so quasi kleine Kekse drin, so wie das große hier. Und das ist mit Schokolade? Genau. Und das ist auch mit Schokolade, oder? Ja. Aha. Mein liebstes Kinderdings. Also von Kinderschokolade ist das mein Lieblings. Aber es schmeckt nur gut, wenn es im Kühlschrank ist. Nein, nein, nein. Ich hasse das, wenn es. Das ist der Geschmack total weg. Das muss weich schmelzen im Mund. Was ist das? Na, das muss so richtig crunchy sein. Also da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie habt ihr das gerne? Crunchy oder weich? Also wie ich bin hier weich. Kühlschrank. Gibt es neue Streitpunkte, wo ist gerade das Kinder-Country? Wenn man eine Schokolade sucht und man weiß, es ist nur ein Stück da und macht die Schublade auf und es liegt da und es ist ein Kühlschrank. Ja, ist voll nervig. Nein! Deswegen, ja, Kinder-Country mega lecker, lieben wir. Und da habe ich für die Kinder das mitgenommen, wie heißt denn Mikado in Originalo? Mikado. Aber in Originalo. In Original auf jeden Fall habe ich die von der Eigenmarke von Lidl mitgenommen. Gibt es ja sonst nirgends so die Fake von denen. Habe ich auch nicht gesehen. Ne? Ja, und da habe ich die gefunden und die Michelle isst die total gerne und die Lara und deswegen in der Kühlabteilung habe ich noch Macarons. Macaroni. Nein, nicht Macaroni. Macarons. Ich liebe Macarons. Sie sind aber immer nur so schnell weg, weil das ist so ein... Sind aber auch sehr wenig drin, das ist gemein. Ja, man kann ja nicht viele davon essen, sonst wird man ja... Zuckerschock. In Macarons ist ja kein Mehl drinnen. Das Ach ist so? Nur Mandel und noch was. Und Zucker. Puderzucker und Mandel. Ich kann es auch nicht lesen, aber ich weiß das. Kann schon stimmen. Ich habe schon mal welche probiert zu machen und das war ein Fail. Aber Puderzucker und Mandel ist da drin. Wir haben Gold. Mugelware. Wir haben Gold gefunden. Beim Lidl gibt es tatsächlich noch Sonnenblumenöl. Also wir nicht haben viel, aber ja. Nirgends mehr habe ich es gesehen, aber ja, beim Lidl gibt es noch Sonnenblumenöl. Also falls ihr auf der Suche nach Sonnenblumenöl seid, dann schaut mal beim Lidl vorbei. Genau. Da steht sogar ein Zettel drauf. Bitte maximal 2 Flaschen. Wahrscheinlich gibt es kein Öl mehr, weil irgendwer einfach das voll viel Vorrat genau. gekauft hat und hortet das jetzt zu genau. Hause. Genau, ganze Abstellraum dicht mit... Ja, auf jeden Fall haben wir uns da jetzt auch die maximale Möglichkeit mitgenommen, weil ja, damit wir auch welches zu Hause haben. Und Apfelsaft habe ich gefunden. Das habe ich noch nie so in dieser Verpackung gesehen. Also ich kannte das nur in diesem Karton, oder? Von Solarita. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Apfelsaft hat mich total angesprochen. Wollte ich mal, habe schon länger keinen Apfelsaft mehr getrunken. Und habe einen mitgenommen, also so ein 6er-Ding. Und dann haben wir noch ein Pfirsich... Eistee? 6er-Eistee mitgenommen. Von Fana? Ja. Das wäre wirklich sehr gut, also ich liebe Pfirsich. Wenn es dann schön abgekühlt ist, mein Gott. Und letztes, es ist wirklich das letzte, meine Lieben. Sommerscheibenreiniger. Genau, für die Windschutzscheibe, was mir sehr gut gefällt, ist diese Nippel da. What? Du kannst da reingeben und dann, ja, gießt alles richtig rein und nichts daneben. Perfekt. Entschuldigung, wie glaubst du, dass das Nippel heißt? Ist das ein Nippel, oder? Nein. Ein Zuzel, oder was ist das? Ein Trichter, oder? Ein Trichter? Trichter? Trichter schaut anders aus. Keine Ahnung, mein Nippel, no, mein Nippel schaut nicht so aus. Mein auch nicht. Nippel. Aber man sagt ja. Okay, gib den Nippel wieder rein. Ja, hab ich jetzt reingetan. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Food Haul. 223 Euro. Aber wir hoffen, dass wir euch auch inspiriert haben. Ja. Und ihr wisst auch jetzt, was nächstes Mal einkaufen solltet. Ja. Ein bisschen Food-Inspo, ein bisschen Nasch-Inspo. Also falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch mal wie immer gerne rein, wie viel gebt ihr so in der Woche aus und wie viele seid ihr denn zu Hause. Weil das ist ja immer unterschiedlich, genau. Gell? Und nicht vergessen, beim Lidl gibt's Sonnenblumenöl. Ja, seid schnell. Lauft jetzt am besten los. Tschüss. Tschüss.